Scheinbar immer noch Tag der offenen Tür. Und wir sind ja direkt ins Klassenzimmer dann rein, ne? Die stehen da sogar noch. Wir müssen uns noch ein bisschen umsehen. Hier ist ein Schatz. Hier ist irgendwo was. Ach, der steht da. Oh mein Gott, ich bin einfach... Alter, ich brauche einfach 3 Brillen. Ja, dann können wir wieder Pixbälle. Ja, Pixbälle sammeln. Achso, mal so out of context, Sun Showdown Joke. Wie nennt man einen schlafenden Immolator? Ein Insomnator? Erzähl. Ach, fuck, hier ist auch ein Raum. Ein Schlummolator. Oh, süß. Ein Schlummolator. Oh, so nenne ich die dann immer, wenn sie tot sind. Ich meine, wenn sie schlafen. Ein Schlummolator. Kane direkt voller Krise. Kane geht gleich wieder ins Bett. Ich habe gesehen, wie die kleine Sam nach Westen gegangen ist. Du solltest nach ihr sehen. Kinder in ihrem Alter sind so sensibel. Ja, ich wollte da ja hin, aber ich komme da nicht weiter, OP. Ich komme da ja nicht weiter. Der ist mir eben beim Dösen eingefallen, frag nicht. Es überrascht mich auf eine Art, aber auch überhaupt nicht. Okay, was ist jetzt los? Okay. Hat er keinen Bock, hier irgendwas auszuwählen, ja? Ist es wieder soweit? Ja, ich bin ein bisschen verloren. Warte mal, er labert ja auch irgendwas von Säulen, ne? Halte heute Ausschau nach Säulen. Digga, was für Säulen. So, MC Lost stapft weiter durch die Mine, hochmotiviert. Mit einem Ziel. Schlimmer als die Schnecken sind angeblich die verbotenen Lande. Man sollte immer auf der Hut sein. Ja, geh nur, John. Ich werde nichts sagen. Du und die kleine Sammy, komm bitte heil zurück, verstanden? Ja, ich versuch's. Aber ich schaff's noch nicht mal annähernd, sie zu finden. So, ich speichere nochmal eben ab. Macht dir nichts draus, bei Schlafmangel kommen ja auch solche Ideen. Da wird man richtig philosophisch. Das ist eine halbe Goethe auch. Oh mein Gott. Chat, wer hat hier schon wieder runtergepupst, hä? Wer von euch war das? Ja, und jetzt soll ich hier noch irgendwie, keine Ahnung, was machen. Kann ich dich verprügeln? Können wir diesen Pilz verprügeln? Ich schlackert so schön, guck dir das mal an. Oh, ich bin der Pilz. Oh. Und ich wubbel. Oh. Warte mal, vielleicht können wir die auch mit schweren Schlägen zerstören. Ein Scheiß kann ich. Was kann ich eigentlich? Was kann John überhaupt? Er hat eine Bratpfanne. Au, au. Au. Ich hasse mein Leben. Alte Scheiße. Nee, Bombe ging nicht. Das hatte ich vorhin schon probiert. Bombe ging nicht. Chat, ich komme oben nicht weiter. Ich weiß nicht wie. Da gibt's halt irgendwie nichts. Dabei macht die Bombe so schön Boom, ja. Frag nicht nach unserem Gespräch nach 3 Uhr. Das kenne ich irgendwo, ja.
Die Kacke hier. Was soll ich hier tun? Also hier ist ja literally gar nichts. Man, hier laufen überall die Leitungen lang. Alter, bestimmt ist es so einfach. Kannst du den Bomben mit deinem Schlag wegschleudern? Also aufgeladener Schlag? Oh mein Gott. Das ist halt echt so, ey. Das ist halt echt so. Ja, ich deaktiviere jetzt meinen Steam-Account und erstelle mir einfach nur noch ein, keine Ahnung, lade mir einfach nur noch Abenteuer auf dem Reiterhof runter und spiele nur noch das den Rest meines Lebens. Ich habe einfach keine Ahnung. Video games are my passion. Ach du Scheiße, was ist das denn? Alter, disgusting. Kann ich das Fass verprügeln? Nee. Okay. Hui. Okay. Very much intelligent. Schon zerplatzt, ja. Sam, wo bist du? Oh ja, Kabelrätsel. Das war alles Freiräume hier. Die ganzen Bums. Dum. Dum. Wir müssen ja zur Tür, ne? Ja gut, das ist jetzt halt Rätsel im entferntesten Sinne, ne? Oh, da sind wieder die Schlangis. Ach du Scheiße, dieses Bild. Moment, Wände ablutschen, Leute. Das kann man doch ver... Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist doch was hinter. Das ist so... Sind das die Dinge, die passieren, wenn man so... Weiß ich nicht, wenn man so 3 Wochen sein Bart nicht geputzt hat? Oh! Oh, ich wollte eigentlich... Scheiße. Ich war irgendwie da so im Bombenwerfen-Modus drin und dann, ach, keine Ahnung, dann habe ich komische Dinge getan. Au! Fuck. Au. Das ist mit der Entfernung ganz komisch einzuschätzen, manchmal. Normale Schultoilette. Ja. Au! Nein! Nein! Ach, Foglerone. Das respawnt ja instant. Moment. Ah! Ah! Bombe wieder. Ah! Schlangen! Warum? Also, haben die entwickelt. Also, ich frage mich, bei welchem Jofix sich die Entwickler gedacht haben, komm, der Respawn der Schlangen muss auch alle 2 Sekunden erfolgen, sobald die tot sind. Was ist das denn?
Ich würde ganz gern halt einfach mich auch mal umsehen, ohne gleich direkt aufs Maul zu kriegen. Da oben geht es nämlich irgendwie weiter. So. Das ist halt, also diese Toilette da unten ist quasi, man könnte meinen, die die kannten meine Berufsschule. Denn da hatten die Toiletten teilweise weder Klobrillen oder manchmal fehlte der komplette Spülkasten oder die sämtliche Armaturen. Wir waren teilweise so angewidert von diesen Toiletten, dass wir einfach lieber 10 Minuten zum Einkaufszentrum gelaufen sind, um dort auf die Öffis zu gehen. Das war der Status von diesen Toiletten in der Berufsschule, auf der ich war. Ja. Ist fantastisch. Träumchen. So, Rolltreppen, die ins Nichts führen, immer eine gute Idee. Da bin ich dabei. Was ist hier los? Stop, stop, stop. Ich will nicht immer zu weit vorpreschen. Ich will mich ja erstmal so ein bisschen umsehen. Oh mein Gott, man kann überall hin. Au. Snacks. Dampfpfefferkorn. Ah, fuck. Was ist das denn? Warum? Was soll das? Warum so viele Schneck-Schnecks? Gesundheit, danke schön. Ich habe einfach geistige und körperliche Schmerzen hier bei der Nummer. Wie, das ist so, du erholst dich gerade von der einen Geschichte, ja, und bist fast tot, erholst dich dann und dann spawnt direkt das andere hinter dir. Was ist das denn? What is this shit? Was soll das? Wer macht sowas? Ich wäre bei dieser Designentscheidung gern dabei gewesen, damit ich Fragen hätte stellen können. Oder es verstanden hätte, was sie sich dabei gedacht haben. So. Oh, Spabs ist gerade ganz, ganz fleißig beim Weihnachts-Emotes für 7TV austauschen. Vielen, vielen Dank. Ich sehe das gerade die ganze Zeit. Samantha, komm mal her jetzt. Achso, Praktikantenlevel, alles klar. Ein Earthborn-Manga. Oh. Ich wünschte, ich könnte mir die Sachen ansehen. Denn ich hätte so gern mit euch nicht nur den Manga gelesen. Für Kinder gemacht, aber von allen geliebt. Nicht mit euch nicht nur den Manga gelesen, sondern auch mit euch wilde Liebe gelesen. Aber geht leider nicht. Schade aber auch. So, ich hau rein. Ich hau rein, Rheinland-Pfalz und ab. Und wir gehen nochmal in eine Dings tiefer. Ich werde es bereuen, glaube ich. Hi. Du hast aber einen schönen großen Kopf. Oh nein, da kommt wieder irgendeine Kacke rot. Ih, disgusting. Bah, warum muss immer irgendwas mit Würmern und Wabbelvieh sein und warum tut man mir das an, die Scheiße hier? Ja, ist irgendwo ein Schatz, habe ich mitbekommen. Ja, habe ich verstanden. Ja, ich verstehe das Spiel. Ja, ich verstehe es. Ich höre das Piep. Da, ja, ja, ich. Ich. Warte mal, irgendwas können wir hier verstehen. Schatz, Lizzie! Ob da ein Schatz ist? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Der müsste mal ein bisschen doller piepen. Ah, oh, ich habe 50 Salz gefunden. Geil. Mach auf den Scheiß. Da, da, da. Too wild for me.
Spür meine Bratpfanne, du Unhold. Da, hier geht's auch noch weiter. Ich will mit dem Körper so reinfliegen, ja. Au! Au! Ich habe furchtbare Schmerzen. Ich habe keinen Schlüssel. Scheiße. Okay, das heißt, wir kommen nochmal wieder. Backtracking. Ja. Aber es gehört zu dem Spiel dazu. Das ist okay. Das ist. Macht bei dem Erkunden hier halt auch Sinn. Also wirklich das Einzige, was mich halt wirklich nervt, ist diese Respawn-Dings. Das, also diese Respawn-Rate, das verstehe ich nicht. Das Spiel ist halt nie wirklich nicht aufs Kämpfen ausgelegt. Dadurch dauert alles nur unnötig lange. Dum, dum, dum. Hier oben kann man noch lang. Ach du liebe Güte. Kann ich das wegspringen? Geht das? No? No. Okay. Das sieht aber auch aus wie etwas, was man verschieben kann. Dampfpfefferkorn. Okay. Okay, cool. Okay. Dum, da, dum, da, dum. Ach du Scheiße. Große Angst. Nein! Nein, nein, nein. Oh. Alter, einfach. Habt ihr noch mehr? Gibt es noch mehr Schlangen eigentlich? Mir reicht das noch nicht. Also ich finde, wir brauchen mehr Schlangen. Weiß ich nicht, ey. Hier ist irgendwo ein Schatz. Aber jetzt piept er nicht mehr. Hier piept er. Es wirkt halt so, als würde es hier irgendwo lang gehen. Oder ich übersehe wieder irgendwas. Das kann auch sein. Warte mal, vielleicht dahinter. Ah, hier. Ja, ja, ja. Ja, ich hab's verstanden. Danke, liebes Radar. Halt dein Maul jetzt. Danke. So. Das Spiel ist doch nicht genug Dark Souls. Ich glaube auch. So, da kommen wir nicht lang. Dum, 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 dum. What is this? Ah, ein Schlüssel. Scheiße, wo kommen wir noch, wie kommen wir nochmal zu dem anderen Raum hin? Das war, glaube ich, auch hier auf der Ebene irgendwo mit den Fahrstühlen. Mit den Fahrstühlen. Mit den Rollstühlen. Nein, nicht die Rollstühlen. Roll. Wie heißt die Dinger? Rollhochfahrdinger. Rolltreppe. Scheiße. Es ist halt immer wieder so ein richtiger Großgehirntag, ey, ich sag's euch. So, wir müssen jetzt nach links. Renn einfach durch. Roll Rasen. Ach so. Danke, Baby, danke. Das ist, wenn ich dich nicht hätte, ey. Aha, danke, John. So. FB up, Open Eye. Was geht? Bin einfach Maschine, ey. Oh, was haben wir hier Schönes? Eine Herzchenkugel! Ja! Oh, das ist gut, dass die Herzchen dann damit auch aufgefüllt werden. Zusätzlich. Ich hatte letztens einen Opa an der Rolltreppe, der mich fragte, wann die anhält, damit er auch drauf gehen kann. Oh, das ist bitter. Hatte der... War der nicht mehr so... War der schon ein bisschen wackelig auf den Beinen? Oder hatte der Angst vor der Rolltreppe? Das ist halt für bitter, ne? Wenn du dann nur die Rolltreppe hast und keinen Fahrstuhl oder so. Ah, das ist sad, ey. Da geht's noch runter. Das sieht aus, als würde es Schmerzen verursachen, wenn ich da durchlaufe. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll.
Ach, das geht ja. Was zum Fick ist das rechts da? Wildes Design. So, aber er saugt mich an. Also ich meine, es ist... Ach, keine Ahnung. Können wir... Wir kriegen es, glaube ich, auch nicht hin, das darüber zu werfen, die Bomben, ne? Das kriegen wir nicht hin rechtzeitig. Warte mal, vielleicht kriegt man es irgendwie schräg hin. Ja, aber letztendlich, ich könnte da eh nicht hochlaufen. Allein schon wegen des Drucks. Vielleicht muss man da irgendwie anderweitig noch irgendwas machen. Au! Eine Frage hätte ich, wie krass ist Sam, bitte, dass sie einfach so durch ist. Ey, ohne Scheiß, ich bin hier nur am Sterben. Und Sam einfach so, ich will an die Oberfläche, Mami. Also ich sterbe 3000 Mal in diesen scheiß Schlangen. Einfach nur Walla Krise die ganze Zeit im Kopf. Alles ist furchtbar. Ich habe überall Schmerzen, ich bin alt. Vor allem kann man halt überall lang gehen. Oh scheiße, hier geht's nicht weiter. Es ist halt auch einfach Peak-Comedy, ne? Man kann doch überall lang gehen. Oh, hier geht's nicht weiter. Schade aber auch. Hi, the Herald Pain. Was ist das denn? Ah, da unten ist wieder der Schlangenkongress auf der Toilette, ja. Ich bin einfach komplett verloren hier. Mimi, ich bin der John, Mami. Ich habe Schmerzis. Wo ist mein Rookie? Ja, echt. Du kommst oben an und Sam, so hat aber lange gedauert. Ja, genau. Und du bist halt überall, keine Ahnung, es sind überall offene Wunden. Keine Ahnung, dein Arm hängt in einem ungesunden Winkel irgendwie von deinem Körper weg und Sam freut sich quicklebendig. Hä? Ich wollte gar nicht hoch. Ja, irgendwann muss ja unten noch sein. Ich war auch bestimmt noch nicht überall. Definitiv nicht. Ich habe nur leider hier auf diesem... In der Scheißbude so gar keinen Überblick über irgendwas. Zumindest gibt es ja eine Karte. Da waren wir ja drin. So, hier waren wir auch. Und das sieht halt hier aus. Jetzt könnte man halt das Regal irgendwie rausschieben oder reinschieben oder so. Von irgendeiner Seite. Ich wüsste aber nur nicht, wie man in diesen komischen Kackraum kommt. Dim, dim, dim. Boah, gar keinen Bock auf Schlangen. Hau ab. Stopp, stopp, stopp. Alter, das sind einfach alle Schlangen. Das sind nicht mal viele, es sind einfach alle. Die haben einfach, keine Ahnung, die sind mit dem Flugzeug einfach über das Spiel rüber geflogen, haben die ganze Schlangen einfach rausgeworfen. Ach, das kann man auch zerschlagen hier. Oh. Okay. Aber bei rumkommen? Tut sich nichts, ne, irgendwie. Da 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 da.
Oh Gott. So. Ja, das wird, glaube ich, hier noch so eine längere Geschichte. Wie lange sind wir denn schon dabei? 5 Stunden. Weil ich würde dann, glaube ich, gleich langsam... Langsam lasse ich Feierabend machen, weil ich bin ein bisschen kaputt hier. Also suchen wir beim nächsten Mal dann Sam weiter. Aber ich finde es, ich weiß nicht, was habt ihr so für einen Eindruck von dem Spiel? Findet ihr das cool? Sollen wir weitermachen auch irgendwie so generell? Gefällt euch das, was ihr bisher so gesehen habt? Also ich muss sagen, ich mag es ganz gerne. Und das Erkunden macht auch Spaß. Solange hier nicht immer irgendeine Kacke von der Decke fällt. Spiel schon nice, ja. Das wäre es für mich, wenn ich die Zeit dafür hätte. Ich möchte wissen, wie die Story weitergehen tut. Ja, das geht mir ähnlich. Ich bin auch super neugierig. Ja. Sehr schön, hübsch, coole Story bisher. 10 von 10 auf TripAdvisor, alles klar. Ja, die Bude vor allem hier ist 10 von 10. Ne? Geht abgesehen vom Schultoilettenabschnitt eigentlich ganz nice aus. Ja, es ist, gefällt mir bisher auch sehr gut, muss ich sagen. Nee, das ist schön. Danke für euer Feedback. Dann, machen wir da auf jeden Fall irgendwann nochmal weiter. Ich habe mir auch gedacht, dass wir vielleicht, dass ich wahrscheinlich bei Potion Permit auch langsamer aufs Ende zugehen möchte und wahrscheinlich nicht noch irgendwie da so Zeug ergrinden möchte, um irgendwelche Sachen noch aufzubessern. Sondern halt möglichst eigentlich ans Ziel kommen möchte. Ich weiß halt nur nicht, wie viel das Ziel selber noch so an Grind ist. Weil das müssen wir eigentlich auch noch erstmal beenden dann. Unter mir ist wieder der Rage-Mode aktiviert worden. Ich höre meine Nichte durch die Decke. Zumindest jetzt war das, was ich im Halbschlaf mitbekommen habe. Ja, gerade so der Anfang und alles, das war ziemlich toll. Das war wirklich, also... Das war wunderschön. Das Spiel hat direkt im Intro schon mein Herz erobert, ey. Und allein schon diese Idee von dem schweigsamen, keine Ahnung, Zieh. Es ist ja nicht ihr, also er ist, John ist ja nicht Sams Vater. Aber man, er ist halt schon so ihr, irgendwie schon so ein Papi. Und das, und dann noch so ein schweigsamer, und das ist halt voll süß. Aua. Alter, weißt du, da hast du dann ewig auf den Schnecken rumgekloppt und dann sind die Schlangen halt auch schon wieder da. Und sagen, hallo, Ibims, 1 Schlange. Ich kann es sogar zumachen. Das sieht halt eigentlich so aus, als könnte es hier weitergehen, ne? Dann komme ich wieder nicht durch die Scheiße, ey. Tschüss, ich hau rein. Hast du eine Idee, warum bei 7TV die Emotes den Custom-Namen nicht übernommen werden? Nee, also normalerweise geht das. Das dauert manchmal einfach nur ein Weilchen. Glaube ich auch. Oder wie? Hast du irgendeine Fehlermeldung oder so? Wenn du einen Custom-Namen eingibst, kommt da eine Fehlermeldung? Meckert er? Ich glaube, gerade wenn man auch mehrere Emotes austauscht, dann dauert das auch eine Weile. Manchmal. Ich muss, ja, wir müssen... Nee, müssen wir gar nicht. Stimmt, hier wollten wir ja noch rein. Achso, die kann ich ziehen. Ah, cool. Das ist smart. 50 Salz. Nice. Nice. Ich würde gerne noch einmal durch hier, durch die Nummer. Au. Ja, wie ist das denn mit Speichern? Ich habe jetzt ja keinen Speicherpunkt oder sowas, ne? Hier steht ja kein Kühlschrank rum. Das ist gerade so mein Struggle. Kurz sagen, möchte den als Nerd-Schwee nennen und hinzufügen, aber ich möchte den Originalen austauschen.
Ach so, machst du da jetzt doch hinter den Weihnachtsdingern immer ein Kürzel hinter? Bei den Weihnachtlichen. Ja, das genau, das wollte ich ja eigentlich tatsächlich nicht. Das hatte ich ja irgendwie vorhin auch erklärt. Das, ich hätte die halt schon ganz gerne so komplett ausgetauscht. Weil, also weiß ich nicht, das Problem ist, also es ist halt super scheiße gemacht irgendwie und mega aufwendig, ich weiß. Nur ich glaube, sonst benutzen Leute halt dann die Standarddinger halt immer noch weiter, weil sie sich da halt die Namen merken können und nicht an das Wie denken dahinter. Dum, dum, dum. Aber warum Nerd wieder nicht geht, das weiß ich nicht. Dann replace ich diese einfach. Na, aber nur so viel du magst, ne? Also übernimm dich bitte nicht. Du hast mir jetzt in letzter Zeit auch so viel geholfen bei so Sachen. Da bin ich so dankbar für. Es dauert halt immer ewig. Es ist halt super scheiße, so fummelig, finde ich alles so bei 7 TV dann auszutauschen. Da. Die Weihnachtszeit geht ja auch eine Weile und deswegen lohnt sich das halt auch. Für Halloween habe ich das halt nicht gemacht. Da habe ich ja dann einfach wirklich immer das H dann dran gesetzt als Custom-Name. Aber Halloween war halt auch nur kurz. So, ich wollte eigentlich nur in den Kühlschrank rein und speichern. So. Weil dann machen wir hier ein andermal weiter. Ich glaube, der Abschnitt dauert noch ein bisschen länger. Ich freue mich, in existiere, ist mir sowas, woran andere ein bisschen Freude haben, echt lieb. Oh, das ist schön. Ja, so geht mir das mit diesen Emotes auch. Ich hätte das halt sonst auch gemacht. Und wenn du nicht alles schaffst, mache ich dann halt den Rest oder so. Das ist ja auch gar kein Problem. Aber wirklich mal ist Babs loben, ohne Scheiß. Der nimmt ja mir halt echt immer so. Das sind vielleicht auch immer nicht so gleich so große, krasse Sachen oder so, aber es ist halt, es sind halt auch so kleinere Handgriffe, für die ich manchmal dann einfach gerade nicht so das Brain habe und dann komme ich da halt einfach dann trotzdem nicht zu, weil man halt einerseits ist es nicht viel Aufwand und andererseits hast du das Problem, dass es dann halt doch eher liegen lässt, weil du denkst, ah, okay, das kann ich ja eh zwischendurch mal schnell machen. So. Gut, ja, wir haben gespeichert. Dann mache ich da beim nächsten Mal weiter. Das Schöne, dass es euch gefällt, mir gefällt es nämlich auch, das Spiel. Es ist einfach. Ich liebe alles daran bisher. Ich finde die Musik toll. Die Geschichte scheint spannend und süß zu sein. Ich finde es toll, dass jeder Charakter so seine eigenen, so einen eigenen. Also die ganzen NPCs auch so ihre eigene Charakteristik jeweils haben. Ich liebe die Farben. Das Pixelart selber ist einfach. Top-notch. Animationen, alles ist wunderschön. Also bisher.